Hallo ihr Lieben, Namaste. Nehmt die Zeigefinger, bringt sie auf den Bauchnabel und dann atmen wir gemeinsam ein. Die Finger kommen nach oben auf die Schultern und beim Ausatmen lasse ich die Schultern nach hinten unten. Bring die Hände auf die Oberschenkel oder die Knie und lass die Handflächen offen. Das Kinn kann ich so ein bisschen Richtung Brust bringen und wir nehmen uns einen kleinen Moment Zeit, hier überhaupt erstmal anzukommen. Das heißt, Mami, die Schultern bleiben hinten unten und ich versuche weit in den Bauch hinunter zu atmen. Wir nehmen erstmal ein paar ganz ruhige Atemzüge hier. Und das reicht schon, um jetzt auch erstmal zu spüren, was ist denn eigentlich gerade los. Wenn ihr könnt, wirklich die Augen auch geschlossen haben. Und yes, you can go inside. Augen wirklich auch geschlossen haben. Das ist Ruben für alle, die ihn nicht kennen. Und Augen bleiben geschlossen. Und mir ist wichtig, jetzt tief in den Bauch hinunter zu atmen. Gleichzeitig versuche ich, eine wirklich aufrechte Position beizubehalten. Und was jetzt kommt, ist mit dem Einatmen wirklich den ganzen Körper voller Luft anfüllen und mit dem Ausatmen versuchen, ein bisschen tiefer in die Erde mit einzusinken. Das heißt, einatmen, wachse ich so ein bisschen nach oben und ausatmen nach unten, aber ohne, dass ich zusammensacke. Das heißt, ich suche den Kontakt mit der Erde. Und für euch bedeutet das, egal ob ihr auch im Wohnzimmer auf dem Teppichboden oder auf dem Boden seid, Erde ist Erde, ja? Nochmal einen tiefen Atemzug hier und einfach schon mal leicht wahrnehmen, was ist jetzt überhaupt passiert. Vielleicht könnt ihr ein bisschen, Ruben, this is the last time, can you please walk behind the camera? Please? Und das, vielleicht habt ihr schon ein bisschen wahrnehmen können, dass der Atem vielleicht ein bisschen ruhiger wird, auch nachspüren, was sind die Dinge, die euch da jetzt durch den Kopf gehen. Und eigentlich, das ist, was wir jetzt versuchen mit den nächsten Einheiten zu machen, ist einfach für uns ein bisschen Ruhe reinzubringen. Das sind gerade wilde Zeiten und es passieren jeden Tag neue Sachen, die man kaum glauben kann. Und wichtig ist jetzt, dass wir geerdet sind, dass wir keine Angst haben, aber dass wir realistisch sind und die Atmung kann uns ganz viel dabei helfen. Wir gehen her, wir schütteln uns ein bisschen aus. Ruby, could you finish your business? I'll take that inside, don't worry. Wir nehmen die Arme hoch und zur Seite und hoch und zur Seite und schütteln. Lasst das mal los, schüttelt eure Nervosität, die Angst, die Unruhe, schüttelt das aus. Dann gehe ich her, bringe die Arme nach oben, Handflächen zeigen zueinander und ich drehe links und rechts, links und rechts, links und rechts. Die Hände kommen zusammen, berühren sich im Namaste und mit meinem nächsten Ausatmen bringe ich die Hände vors Herz und nehme ein paar ruhige Atemzüge hier nochmal. Spürt nochmal rein, wie sind diese Zöcker am Boden, wie ist die Verbindung mit der Erde, Schultern nach hinten, unten, Kinn ganz klein bisschen Richtung Brust. Noch einen Atemzug hier. Und dann öffnen wir die Augen und strecken die Beine aus, kommen in eine angenehme Grätsche und ich roll hier einfach mal die Fußgelenke. Point und Flex. Point und Flex. Und die Nachbarshunde. Flex und Point. Gleichzeitig gehe ich her und bringe hier meinen Daumen hinten und die Finger vorne und wir machen so ein paar Hüftrollen hier. Ich setze mich seitlich, dass ihr das besser seht. Das heißt, jetzt habe ich einen weichen, runden Rücken. Ich drücke mit den Fingern nach hinten und dann schiebe ich hier mit dem Daumen vor. Ich drücke mit den Fingern nach hinten und hier schiebe ich vor. Das kann sein für manche von euch, dass die das jetzt schon so ein ganz klein bisschen hier unten an den Oberschenkelrückseiten spüren. Das machen wir ein paar Mal, um hier ein bisschen mehr Gefühl reinzubekommen. Sehr gut.
Und dann gehen wir her, machen ein paar Leglifts. Die, die sonst mit mir Yoga machen, wissen, wie sehr ich diese liebe. Die dürfen am Anfang auch ein bisschen anstrengend sein, vor allem die, für die das jetzt ganz neu ist. Ich gehe her, drehe mich an die rechte Seite. Meine Hände kommen links und rechts von den Beinen. Ich kann entweder einen Point oder einen Flex machen oder ich kann sie auch ganz neutral halten. Ich mache meinen Point heute. Und Hände sind hier links und rechts. Ich beuge mich so ein bisschen nach vorne, hebe das rechte Bein an und bewege hier ganz leicht von oben nach unten. Wenn ihr merkt, das ist zu viel, das geht nicht, könnt ihr auch hier die Arme kommen nach hinten und dann hebe ich von hier an. Ja? Schwieriger ist hier vorne. Sucht euch eure eigene Sache aus. Ja? Hier abklopfen, ab und zu krampft das, wenn man das nicht gewöhnt ist. Einmal klopfen und die andere Seite. Auch hier gehe ich her und mache meine, ja, ich weiß nur, wie das auf Englisch heißt, Leglifts. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Super. Zwischendurch, vor allem, wenn ihr es nicht gewöhnt seid, kurze Pause machen, abklopfen. Noch zwei, drei. Super. Und beides einmal abreiben, holt die Beine ein bisschen näher zu euch her, klopft mir einmal alles hier ab, dass die Energie in Fluss kommt, geht auch nochmal hoch, klopft ab. Dann gehe ich her und komme auf alle Viere. Ich stelle die Hände direkt unter die Schultern und habe die Knie direkt unter der Hüfte. Beine nach hinten raus, Zehen sind abgelegt. Und ich lasse einfach erstmal den Kopf hängen und wir schütteln nochmal aus. Alles, was euch jetzt im Nacken hängt, dreht, verdreht den Kopf, am besten mit geschlossenen Augen. Dann gehen wir her und suchen uns Mobilität in der Wirbelsäule. Beim Einatmen komme ich nach oben wie in einem Katzenbuckel. Der Kopf kommt Richtung Bauch. Ich kann Richtung Bauchnabel blicken. Beim Ausatmen mache ich das Gegenteil. Ich bringe den Bauch möglichst weit nach unten, also ein richtig großes Hohlkreuz, versuche die Schultern zusammenzubringen und der Kopf kommt nach oben. Ich bitte euch, macht ein paar Runden hier in eurem eigenen Rhythmus. Euer Atemfluss, euer Ein- und Ausatmen gerade. Lasst es einfach fließen. Wenn ihr die Augen schließen könnt, habt die Augen geschlossen. Und stellt euch vor, ihr könntet eure Wirbelsäule vor eurem inneren Auge sehen. Stellt euch vor, Wirbel für Wirbel könnt ihr gerade sehen, wie die bewegt wird. Und wir lassen die aber nicht einfach nur eure Wirbelsäule sein, sondern wir machen die mal ganz gold. Ja? Stellt euch vor, eure Wirbelsäule ist gold. Und ihr könnt sehen, wie die sich bewegt. Dann kommen wir vorsichtig zurück in eine neutrale Position, schütteln den Kopf hier nochmal, gehen ein bisschen auf die Fäuste, wieder zurück, drehen die Hände nach innen, Fingerspitzen zueinander, kommen wieder auf die Fäuste, Fingerspitzen voneinander weg, kommen wieder auf die Fäuste und wieder auf die Fäuste und die Finger nach innen. Kommen wieder auf die Fäuste. Und jetzt mal ausprobieren, und ich bitte euch, seid vorsichtig, wie weit könnt ihr hier auf den Handrücken? Wer das sonst nicht macht, macht es bitte ganz vorsichtig. Einfach nur mal gucken, wie sich das anfühlt. Das kann sein, dass ihr jetzt auch hier oben seid, das ist überhaupt kein Problem. Unsere Idee ist im Moment allerdings zu schauen, einfach in der Situation im Moment, werden wir neue Bewegungsräume suchen müssen, mit dem Kopf auch, und das heißt, wir fangen mal mit dem Körper an, Dinge zu bewegen, die wir vielleicht sonst so nicht bewegen. Spielt also hier so ein bisschen rum, was könnt ihr auf eurem Handrücken machen, bitte seid vorsichtig, wie viel Gewicht ihr da drauf bringt, ja. Vor allem, wenn das heute das erste Mal ist, dass ihr überhaupt Sachen auf dem Handrücken macht. Dann gehe ich her, schüttel die linke Hand aus, schüttel die rechte Hand aus. Was wir jetzt auch brauchen in diesen Zeiten, ist ein bisschen Balance. Und die ist nicht so einfach zu halten. Wir werden eine ganz feine Balanceübung zusammen machen. Wenn es geht mit dem Atmen,
Ich nehme beim Einatmen das rechte Knie und den linken Arm Richtung Bauch, den Kopf roll ich ein. Und beim Ausatmen strecke ich mich hier wieder ganz lang, schaue nach vorne. Einatmen, werde ich ein kleiner runder Ball. Ausatmen, strecke ich mich ganz lang. Die Balance übernehme ich auf meiner rechten Hand und mein linkes Bein. Sehr schön. Wer hier tatsächlich die Augen zumachen kann, der ist natürlich herzlich eingeladen, die Augen zuzumachen, aber kein Muss. Eine Runde noch. Dann halten wir kurz. Nehmen einen tiefen Atemzug hier und stellen wieder ab. Ich gehe her, ich schüttle die rechte Hand erstmal aus, kann auch das linke Bein kurz ausschütteln. Und dann ist natürlich diese Seite dran. Beim Einatmen kommt der rechte Arm hoch, das linke Bein Richtung Bauch, Kopf kommt mit dazu. Beim Ausatmen strecke ich mich wieder lang. Einatmen, ausatmen. Einatmen. Gerne auch hier, ihr habt natürlich euren eigenen Atemrhythmus, folgt also eurem eigenen Atemrhythmus, ihr müsst nicht meinem angepasst sein. Sehr schön. Spürt so ein bisschen rein, gibt es eine Seite, die euch leichter fällt oder etwas, was schwerer fällt. Wichtig ist, dass wir beim Yoga nur wahrnehmen, wir beurteilen nicht. Vor allem verurteilen wir nicht. Wir spüren einfach nur rein, wo gibt es ein bisschen mehr Bedarf. Was fällt mir schwerer, was ist leichter. Und beim nächsten Mal ausatmen, schön lang bleiben. Ein paar ruhige Atemzüge nehmen wir. Und dann stelle ich wieder ab. Und jetzt linke Hand ausschütteln, rechtes Bein ausschütteln. Bring die Hände wieder zurück, stell die Zehen auf und mit dem nächsten Einatmen bringe ich den Po nach oben, schiebe die Schultern nach hinten, Fersen so hoch wie möglich und dann beuge ich ein Knie und dann das andere. Sprich, wir gehen in unserem nach unten schauenden Hund ein bisschen spazieren. Wer die Fersen auf den Boden bringen kann, bedarf das natürlich, das ist kein Muss. Dann bringe ich beide Fersen hoch, strecke den Po weit, idealerweise Richtung Sonne oder Richtung Zimmerdecke. Schüttel den Kopf hier nochmal aus, bringe ein bisschen Gewicht in meine Finger. Ich drücke mit den Fingern Spitzen fest, die Matte schiebt mich nochmal weit nach hinten oben. Und schau dann mal, wie weit darf ich mit den Fersen nach unten kommen, vielleicht ist zur Matte, vielleicht aber auch nicht. Und wir nehmen zwei ganz ruhige Atemzüge hier in diesen nach unten schauenden Hund. Und kommen dann zurück auf alle Viere. Hier nochmal kurz Handgelenke ausschütteln. Nochmal kurz ins Runde gehen. Nochmal kurz ins Hohlkreuz gehen. Und zurück auf den Po, aber erstmal mit den Fersen da, wo sie sind, sprich ich mache die Knie auf und schiebe mich hier nach hinten. Wer weiß, dass das ein Flexibilitätsproblem mit sich bringt, der hat schon seine Decke parat. Die kann ich entweder einmal hier hinten reinmachen oder ich kann sie auch hier vorne haben. Ich habe genug Platz zwischen den Knien und kann mich hier ablegen. Ich bringe die Hände nach vorne und mit den Fingerspitzen versuche ich mich ein bisschen länger zu machen. Wir dehnen den Oberkörper, die Achselhöhlen ziemlich schön nach vorne. Ich kann auch mal so ein bisschen mehr links ziehen, ein bisschen mehr rechts ziehen. Mein Ziel ist die Achselhöhle Richtung Matte. Und dann bringe ich die Arme an die Seite, lege die Stirn auf die Matte und mache hier die Augen zu. Ich spüre mein Einatmen
Ich spüre mein Ausatmen. Schiebe den Atem weit in den Bauch hinunter. Lasst euch ganz schwer werden. Spürt die Stirn auf der Erde. Spürt eure Erdung, eure Verbundenheit zur Erde. Die Position des Kindes. Darf Sicherheit mit sich bringen. Fühlt euch gehalten. Dann öffne ich die Augen, bringe die Arme links und rechts vom Kopf und komme in einer weiten Bewegung nach oben. Streckt die Arme hoch, Hände berühren sich. Schau nach oben. Und dann kommt ihr wieder in eure bequeme Sitzposition. Schneidersitz oder ausgestreckte Beine, wie es gut für euch ist. Ich nehme meine linke Hand, die lege ich aufs Herz und schließe die Augen. Spüre, wie ich hier ein- und ausatme. Dann nehme ich die rechte Hand, die lege ich auf, die linke mit drauf. Wir nehmen ein paar ganz ruhige Atemzüge hier und holen uns nochmal die Farbe Gold her. Und ich stelle mir vor Gold unter den Handflächen. Ich stelle mir vor Gold im Herzen und versucht euch das wirklich visuell hinter den geschlossenen Augen. Könnt ihr sehen, wie euer Herz und nach der ganze Körper ganz weich und leicht sich mit Gold fühlen darf. Dieses Gold bringt auch ein bisschen Wärme mit sich. Vielleicht dürfen die Handflächen ein bisschen wärmer werden. Vielleicht spürt ihr ein bisschen Wärme ums Herz, unser Herzchakra, dort wo die Liebe und das Mitgefühl wohnt. Mitgefühl für andere, aber auch Mitgefühl für uns selbst. Das ist im Moment gerade nicht leicht. Und es ist auch gut, dass ihr Mitgefühl für euch selbst habt, weil nur wenn wir eigenes Mitgefühl haben, können wir auch Mitgefühl für andere haben. Und wirklich verstehen. Das ist im Moment auch okay, dass man Angst hat, dass man besorgt ist. Wichtig ist nur, dass man sich nicht an diesen Gefühlen festhält. Ja? Wenn ihr spürt, dass diese Angst aufkommt, dass diese Unsicherheit aufkommt, dann hey gut, wir sind Menschen, wir dürfen Angst haben, wir dürfen unsicher sein. Das sind ganz seltsame Zeiten. Aber was wichtig ist, dass wir nicht dran festhalten. Dass wir wissen, dass wir Angst haben, dass wir unsicher sind, aber dass mit dem nächsten Atemzug Dinge sich auch lösen können. Sachen verändern sich gerade so schnell. Wichtig, wenn wir Entscheidungen treffen, dass wir uns erstmal im Moment Zeit nehmen, uns zu erden. Keine Panikentscheidungen, nicht alles, ganz alles glauben, was wir hören, wir dürfen noch unseren gesunden Menschenverstand mit nutzen. Spürt das Gold in eurem Herzen, in euren Händen. Mit dem nächsten Einatmen bringen wir die Handflächen zueinander, legen das Namaste ans Herz und dann mit unseren goldenen Handflächen bringen wir das Gold nach oben und dann öffnen wir es und lassen uns noch in einem wunderschönen Goldregen. Stellt euch vor, ihr könnt vor euren geschlossenen Augen sehen, wie ihr beim Öffnen wirklich so einen goldenen kleinen Schutzwall um euch habt. Eine goldene kleine Blase, in der ihr wisst, hey, hier kann ich mal kurz zurückkommen, ausschnaufen und dann treffen wir alle Entscheidungen. Dann kümmern wir uns drum, was die Kinder heute lernen, wie das Konto nächsten Monat ausschaut und. Genau. Namaste